Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Agony. Ich sitze hier immer noch drinne und werd vollgequatscht von dem einen Heini und jetzt ist meine Fackel endgültig aus. Na geil. Und ich höre auch... Oder? Nee, ich höre auch die andere nicht mehr. Und ich sehe... gar nichts. Also wirklich ein Scheiß sehe ich. Ich soll da einfach runterspringen. Ja, mache ich. Danke. Hier ist doch hier irgendwo eine... Ja, ciao. Alter. Sieh gerade die Haare bei mir aufstellen. Aber so überall. Nackenhaare, Armhaare, Barthaare. Was ist mit meinem scheiß komischen Seelenleitfaden los? Warum fliegt er einfach nach unten? Soll ich da runterspringen oder was? Mann. Ich bin ein wenig aufgeregt. Jetzt muss ich wieder warten, bis das Viech da nach rechts da leitet. Oder soll ich da rein? Wer latscht da hinten gerade rum? Und das ist das, was ich an diesen Hide-and-Seek-Spielen ein bisschen, ja, schade finde. Weil ein Großteil des Spieles besteht darauf, einfach nur zu warten. So. Bis eine Patrouille von links nach rechts, bis sie dann irgendwo hinrennt. Dann schaffst du es nicht, rennst zurück ins Versteck oder stirbst. Das ist immer so... Gibt spannende Momente, ja. Aber auf Dauer ist das für mich eigentlich nicht so. Weil wenn ich warten will, stelle ich mich beim Einkaufen in die längste Kasse so. Ich sehe gar nichts. Wo ist die hin? Ist die jetzt einkaufen gegangen? Habe ich Zeit? Kann ich los? Soll ich mich trauen? Soll ich nicht trauen? Da drüben ist sie. Geht die im Kreis? Alter, irgendwas rennt mir nachher, glaube ich. Irgendwas rennt mir nachher. Ich glaube, die ist mir gerade hergerannt. Alter. Und irgendwas höre ich jetzt immer noch. Ich will hier weg. Da ist doch irgendwas rechts. Als ich in den Keller ging, bemerkte ich einige Wahnsinnige, die ihren eigenen Urin tranken, um erneut das glückselige Gefühl von Soma zu spüren, welches denen in den Gemächern tafelnden Priesterinnen von der Mutter geschenkt wurde. Was bewirkt, dass dieses so verzweifelt begehren? Vielleicht sind es die von der Göttin geborene Erde, die Pilze und das Blut, die den Hauptbestandteil des Ausgusses aufmachen, der das fehlende Element ist, um mein Gebet zu verstärken? KN. Was? Gab es auch eine Information in dem Schreiben jetzt, außer dass die Leute Urin trinken? Was ist eine Fackel? Kann ich diese... ich habe eine Fackel. Ohne Fackel fühle ich mich in diesem Spiel immer... Sehr hilflos! Alter, eine Riesenhand. Geil. Was ist das? Warum? Warum so eine Stelle? Warum? Und ich habe jetzt schon wieder komplett die Orientierung verloren. Ich weiß nicht, ob ich hier schon war oder nicht. Auf jeden Fall habe ich scheinbar einen neuen Gegner... Kann ich das anzünden? Nein, kann ich nicht. Ja, ich habe schon mal einen neuen Gegner kennengelernt. Den Kletter Philipp, der glaube ich auch der... Hallo? Das ist doch nicht eher der Quatsch.
Kannst du mal die Klappe halten? Frage ist, hauen mich so eine Viecher auch gleich um? Oder kann ich die paar mit einer Fackel an den Kopf hauen? Das wäre ganz geil, wenn ich mich über mal wehren könnte. Und kannst du mal die Klappe da hinten halten? Wenn ja einer redet, bin ich das. Da lang, lieber Seelenfaden. Ja, ist okay. Hallo. Ich lebe. Ich lebe. Oh, ein weiterer Checkpoint. Alter, Alter, Alter. Mal her hier. Ich sehe natürlich wieder gar nichts. Hallo? Erzähl mir doch mal einen Schlag. Oder nicht? Was? Wieso? Irgendwas hab ich gehauen. Hä? Was ist hier los? Sind das die Fliegen? Haut ab! Geht weg! Oh, er ist wieder noch halb tot. Haut ab! Kann ich hier nicht so eine Kerze anmachen? Mach die mal an. Nö. Jetzt schlage ich hier schon wild rum. So, zeig mal, wo es lang geht. Ich muss hier weg. Geil. Sieht schon wieder aus wie so ein Labyrinth. Ich stehe ja auf Labyrinthe. Alter, da komme ich gerade her, du Mistding. Was will der von mir? Hä? Was ist mit dem? Ich check's nicht. Mehr die Box hier einer. Okay, sehe ich mehr. Das ist schon mal ein bisschen angenehmer für mich. Huh, Alter! Alter! Oh, die hängen an der Decke! Die blöde Kuh hängt an der Decke! Das war mein Körper. Bitte, hier irgendwo einer sein, bitte. Hier ist gar nichts. Geil. Such disappointment. Maybe next time. Blöde Kuh. Was? Achso, das hatten wir schon, als wir angefangen haben. Mann. Weil die kam doch eben von oben runtergesprungen, oder nicht? Jetzt muss ich auch noch an die scheiß Decke glotzen. Ja, geil. Hey, ohne Fackel. So, kannst du mir bitte zeigen, wo ich wirklich hin soll? Ich soll offensichtlich hier rein. Ich höre was rennen. Aber ich sehe nichts. Alter, so viele Zähne, da freut sich ja jeder Zahnarzt. Kannst du gleich ein neues Haus am Strand kaufen. Ich höre das Mistvieh.
Aber ich sehe es nicht. Ich würde sagen, juckt die nicht, aber... Ich habe sie zumindest runtergelockt. Da. Jetzt hätte ich gerne nochmal so ein scheiß Fackelchen. Ein Fackelchen, denn ich fackel nicht lange. So. Ja, nicht wundern, den Klamauk mache ich nur, weil ich ein bisschen Schiss habe und... Ja, ich versuche mich damit ein wenig... von der Nervosität zu befreien. Diese Mistfliegen. Ach ne, da komme ich ja. So, warum konnte ich das wegzündeln? Damit ich mir nackten Arsch angucken kann. Geil. Ja klar, lebt doch noch. Ist doch kein Ding. Ja, schön. Fliegen, ey. So. Du erzählst mir auch nichts Neues. Hier. Das ist doch schon wieder was. Was ist das? Gar nichts. An welchen Gräueltaten wird uns die Göttin noch gewöhnen? Ihre dämonischen Priesterinnen sind grausamer als die abscheulichsten Bestien, deren Antlitz ich nicht mehr aus meinem Gedächtnis ausradieren kann. Hört nicht auf ihre Stimme. Schaut nicht auf die Unzucht dieser unreinen Sukubin. Sie werden euch verführen, wie die Schlange es mit Eva tat. Brüder, vertraut auf meine Worte. Unter ihren unschambaren Masken verbergen sich die fürchterlichsten Bestien. Habt Acht. Ich habe einen Kranken getroffen, der Meinung war, dass er mich kennt. Aber die Dinge, von denen er erzählt hat, können nicht wahr sein. Wie könnte ich den Worten eines Wahnsinnigen vertrauen? Nur die Göttin kann mein Gedächtnis wiederherstellen. Sie ist der Schlüssel zu allem. Schreibe ich die Briefe? Hau ab! Mann! Ist voll fies. Da. Jetzt brenne ich auch noch, oder was? Geil. Lieber es. So. Nein, ich gehe da jetzt nicht lang. Du gehst mir auf Keks. Hat der wirklich seine... Warum hast du die Fackel da gelassen? Die hättest du locker mitnehmen können, Mann. Nein, ich gehe da nicht durch. Du schickst mich immer zum Falschen. Die vier schrecklichen Töne der Engelstrompeten ließen auf einmal die Fundamente der Hölle erbeben. Jeder Ton wurde von einem gefallenen, unschuldigen Engel begleitet, der mit Schwung auf die Erde krachte. Ihr Eintreffen war die Ankündigung des nahen Endes, die Vernichtung der menschlichen Art und die Öffnung der Höllentore auf der Erde. Als die rote Göttin sich auf dem Rücken der Bestie der Grenze des Abgrunds näherte, antwortete der Himmel mit der Erfüllung der Prophezeiung. Die vier Trompeten werden erneut klingen, wenn die Worte der Prophezeiung ausgesprochen werden. Die entsandten Engel werden auf die Erde kommen und den Pfad für die Bestie der roten Göttin bestimmen. Bis zu dieser Zeit bleiben die Engel gefangen in den Abgründen. Die Schriften sprechen von Erlösung, die jeden erwartet, der den Verstand aller vier Heiligen erkundet. Sind sie nicht unsere einzige Hoffnung? Die göttliche Hand, die uns gegeben wird? Die Hand, die uns die letzte Chance bietet vor dem Ende der Zeit? Nö, sehe ich anders. Also, ich sehe grundsätzlich anders, weil ich sehe gar nichts. Der Brutplatz der Spinne. Na geil. Gut, ich gehe dann doch mal wieder hier lang. Ja. So, jetzt hole ich mir erstmal wieder eine neue Fackel, ne? Das sind diese Viecher. Deswegen hat er wahrscheinlich auch die Hand da gerade benutzt. Um die ein bisschen wegzuwischen.
Problematisch ist dennoch, dass ich immer noch nicht weiß. Also ich soll hier lang, wie es scheint. Ich lege da wieder. Danke. Die junge Dame da oben ist immer noch am Schnabulieren. Ich gucke, ob ich hier hinten irgendwo ein Versteck finde. Sieht nicht so aus. Sind hier nur gruselige Musik. Hau ab! Nein! Nimm dir was! Folgt ihr mir hier hin? Ich hau zu! Hau dir auf den Kopf! Ich glaube, die geht da nicht durch. Besser gesagt, ich hoffe, die geht da nicht durch. Nuki? Nuki? Das ist ein geiler Gang. Hätte ich gerne zu Hause als Flur. Gut, die junge Dame rennt da jetzt lang. Jetzt frisst sie ihren scheiß Arm da hinten. Mann, du sollst abhauen. Nimm mal den Mund nicht so voll. Ich sehe hier nichts zum Verstecken. Ich sehe was zum Anzünden da. Ja, wenn ich dichter rankomme, wird die junge Dame mich wahrscheinlich... Nein, nicht boxen. Genau das. Nein, 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 nein. Bitte. Hä? Ich denke, man kann ihn mit Feuer ablenken. Warum geht das nicht? Dies und folgende Fragen wie: Was ist hier los? Wer war der Innenarchitekt? Und wie geht's weiter? Klären wir in der nächsten Folge. Deswegen sage ich für diese Folge schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und Ahoi und Fruere Vita Tua.